Aber übrigens, der Putin, Wladimir Putin, Vlad der Fähler, böse, Russe böse, der hat gesagt, jeder, dem einen unversehrten Leopardpanzer bringt, kriegt ein Haus an einem schönen See und eine lebenslange Rente. Und noch on top irgendwie Geld. Wirklich wahr, ja. Als ob irgendeiner bei den ukrainischen Soldaten korrupt wäre und deshalb so einen Panzer zum Russen bringen würde. Also gerade die Ukraine ist ja nun dafür bekannt, ja, dass sie also auf solche Angebote ganz sicher nicht eingehen werden, Herr Putin. Also da haben sie sich wirklich mit dem falschen... Also,